Herzlich willkommen zu Schmidts Warentest, Mattings Warentest natürlich. Thema der heutigen Sendung ist ein Notebook, allerdings jetzt nicht irgendein Notebook, sondern eins, was sich durch den Preis und durch die Größe auszeichnet. Schätzen Sie doch mal, was ein aktuelles Notebook kostet. Vielleicht kriegt man mal was für 1000 Euro und wenn es ein besonderes Schnäppchen gibt, dann kostet es 600 Euro, aber das macht dann auch schon richtig Schlagzeilen. Jetzt habe ich hier ein neues Gerät, ein Notebook von der Firma Asus. Das nennt sich IPC mit 3E und das kostet eben nicht 1000 oder 600 Euro, sondern das kostet gerade mal noch 300 Euro. Da ist natürlich die berechtigte Frage, ist das mehr als ein Spielzeugcomputer? Was zuerst mal auffällt, ist, dass das Gerät enorm schnell startet. Also das ist man von seinem Windows-Notebook gar nicht mehr gewöhnt. Ich habe jetzt schon kurz das Wort Windows genannt. Dieses Notebook läuft nämlich nicht damit. Das läuft mit einem Linux-System. Linux wird ja im Allgemeinen so das Vorurteil entgegengebracht, dass es schwer zu bedienen sein soll. Das ist hier eindeutig nicht der Fall. Alle Funktionen, die man brauchen kann, sind hier oben in Reitern angeordnet. Man hat Internet, Arbeiten, Lernen und Spielen. Hauptfunktionen eines Notebooks heutzutage ist natürlich, seinen Benutzer in jeder möglichen Form mit dem Internet zu verbinden. Webbrowsen, E-Mails verschicken, mit anderen chatten. Gibt ja nicht nur den Internet-Tab hier mit Webmail und einem E-Book-Reader, mit einem vorinstallierten Skype, mit dem ich mich mit anderen auch per Sprache unterhalten kann. Mit einem Messenger, mit dem ich mit anderen Textnachrichten austauschen kann. Sondern es gibt ja auch den Bereich Arbeiten. Da steckt das komplette OpenOffice drin, was eine freie und kostenlose Alternative zu dem Microsoft Office ist. Das enthält eine komplette Textverarbeitung, Tabellenkalkulation. Natürlich hat so ein kleines Gerät auch den ein oder anderen Nachteil. Wir hatten schon die Bildschirmgröße und Auflösung genannt. Dementsprechend klein ist natürlich auch die Tastatur. Also wenn man recht große Finger mitbringt, dann kriegt man die gar nicht unbedingt alle nebeneinander. Sind auch nicht alle Tasten gleich groß. Daran muss man sich gewöhnen. Oder man benutzt einfach einen der drei USB-Anschlüsse und schließt sich eine große externe Tastatur an. Das bietet sich zumindest zu Hause am Schreibtisch an. Das gleiche gilt für den kleinen Bildschirm. Was auch ein Nachteil ist, dass das Gerät recht wenig Speicher mit sich mitbringt. Es ist einfach nicht möglich, hier seine komplette Film-, Musik- oder Fotosammlung damit zu verwalten, weil das Gerät nur 4 GB insgesamt enthält, in Form einer Festplatte, die Speicherchips eingebaut hat, eine sogenannte Solid-State-Disk. Von diesen 4 GB sind auch schon über 2 GB belegt durch diese ganzen vorinstallierten Anwendungen, die wir schon gesehen haben. Also als universelles Speichermedium taugt es nicht. Es gibt ja doch viele Familien, die sich für 1000 Euro oder etwas in der Größenordnung einen PC ins Arbeitszimmer stellen. Da gibt es dann ständig Streit darum, wer jetzt gerade Hausaufgaben machen darf oder wer jetzt Musik aus dem Internet laden darf. Das passiert halt nicht, wenn man sich 3 oder 4 von diesen Geräten hier anschafft, wobei man preislich aufs selbe hinauskommt. Ich denke, da ist es wirklich eine interessante Alternative und außerdem wiegt es eben auch nur 920 Gramm. Man kann das problemlos mit in die Arbeit nehmen oder in die Schule und dort seinen Spaß damit haben. Wie viel hat er noch?